Hohe Stadtvertretung, geschätzte Ehrengäste, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist dies meine letzte Sitzung der Stadtvertretung, zu der ich Sie als Bürgermeister begrüßen durfte. Nach 10.095 Tagen, 694 Sitzungen des Stadtrats, 154 Sitzungen der Stadtvertretung und 2.803 Beschlüssen ist der Zeitpunkt gekommen, die Führungsverantwortung für unsere Stadt zurückzulegen. Fast 28 Jahre Bürgermeister ist nach politischen Maßstäben eine Ewigkeit. Ich habe diese Entscheidung im Rahmen der städtischen Weihnachtsfeier bekannt gegeben, um zuerst meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den beabsichtigten Schritt zu informieren und ihnen für ihre Unterstützung persönlich danken zu können. Das war mir wichtig, denn das Wertvollste in einem Unternehmen sind gute Mitarbeiter, denn nur qualifizierte und motivierte Mitarbeiter erbringen gute Dienstleistungen für den Kunden, unsere Bürgerinnen und Bürger. Und diese Stadt kann auf hochqualifizierte Mitarbeiter bauen. Dafür möchte ich euch allen ein herzliches Dankeschön einmal auch in dieser Öffentlichkeit sagen und stellvertretend den Stadtamtsdirektoren, die mich in dieser Zeit begleitet, vor allem aber unterstützt und beraten haben, Christian Suitner und Birgit Obernosterer Führer. Meine Damen und Herren, es war nicht mein Jugendtraum, einmal Bürgermeister meiner Heimatstadt zu werden. Ich habe mich aber schon früh in die Pflicht nehmen lassen, Verantwortung zu tragen. Als Kind und Jugendlicher in leitender Funktion bei den Pfadfindern, später in der Studentenpolitik in Wien und wieder zurück in Feldkirch als Funktionär und Obmann eines mehr oder weniger erfolgreichen Fußballvereins des TSV Altenstadt. Dieses ehrenamtliche Engagement sollte meine Gehschule für die spätere politische Aufgabe sein. Als mein geschätzter Vorgänger Heinz Pilz mich vorschlug und bat, seine Nachfolge als Bürgermeister anzutreten, da fiel mir diese Entscheidung wahrlich nicht leicht. Nicht nur, weil es mit meinen erst 36 Jahren nicht in meine Lebensplanung passte, sondern vor allem, weil mir sehr viel an meiner jungen Familie lag. Ich habe aber schließlich Ja gesagt, weil man diese Chance wahrscheinlich nur einmal im Leben bekommt. Und ich habe es als Privileg empfunden, Bürgermeister sein zu können. Verantwortung zu tragen ist ein Privileg. Verantwortung für Feldkirch wahrzunehmen, ist eine Auszeichnung. Und es mag sein, meine Damen und Herren, dass es etwas altmodisch klingt, aber ich halte es für sehr ehrenvoll, der Heimat dienen zu dürfen. Einer Heimatstadt, die ich liebe. Und so war es für mich kein Job, Bürgermeister zu sein, sondern immer eine Herzenssache. Und ich konnte über Jahrzehnte hinweg meine Leidenschaft leben. Dafür bin ich dankbar. Dankbar, dass man in dieser Stadt mit all ihrer Schönheit leben darf. Ohne Krieg, ohne Angst, in Sicherheit, mit all den Möglichkeiten, die sich hier bieten, dem Luxus, ein Gefühl von Zuhause sein und Geborgenheit empfinden zu können. Dankbar, hier in einer weltoffenen Region eine Aufgabe überantwortet zu bekommen
und damit auch die beste Möglichkeit für Feldkirch und seine Bürgerinnen und Bürger tätig zu sein. Diese Stadt war und ist für mich ein einzigartiger Ort der Kraft, ein wahres Kleinod, eine Symbiose aus landschaftlicher Schönheit und modernem Leben in alten Mauern, kulturellen Bestleistungen, städtebaulicher Einzigartigkeit, sozialem Zusammenhalt und historischen Traditionen. Was die heute so hohe Lebensqualität in unserer Stadt ausmacht, ist darüber hinaus noch etwas ganz anderes, nämlich das großartige, persönliche und ehrenamtliche Engagement vieler Feldkircherinnen und Feldkircher, auf das ich immer sehr stolz war und bin und bestmöglich unterstützt habe. Das ehrenamtliche Engagement ist ein zentraler Lebensnerv unserer Stadt. Ohne ehrenamtliche Helferinnen und Helfer wäre vieles nicht möglich und sie schaffen einen Mehrwert an Menschlichkeit. Deshalb ist dieser selbstlose Einsatz unverzichtbar, aber nicht selbstverständlich. Und der heutige Anlass ist ein guter Zeitpunkt, sich bewusst zu machen, dass dieses uns so Selbstverständliche alles andere als selbstverständlich ist. Auch das abgelaufene Jubiläumsjahr bot Gelegenheit zur Standortbestimmung. Und ich darf behaupten, dass wir es geschafft haben, diese so entscheidenden Grundgedanken des Humanismus wie ein gutes, solidarisches Miteinander, die Bedeutung von Respekt und Empathie für den Mitmenschen, kurz eine Haltung, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt, nachhaltig im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Und deshalb sind es für mich nicht zuerst die großen Projekte, die unsere Gesellschaft tragen und unsere Lebensqualität begründen, sondern die vielen kleinen Begegnungen. Für die Menschen da zu sein, war mein Anliegen. Ich habe sehr vieles gesehen, erlebt, gehört und durfte sehr oft mit vielen von euch diskutieren. Gerade das war es, was schlussendlich immer wieder auch das eigene Handeln und Denken geprägt hat. So bin ich zum Beispiel dankbar, dass ich in mehr als 6.500 Besuchen, bei denen ich zu runden Geburtstagen und besonderen Ehejubiläen die Glückwünsche der Stadt überbringen durfte, sehr vieles über Geschichte und Geschichtchen gehört und über die Stadtentwicklung gelernt habe. Ich durfte dabei auch tiefe Einblicke in den persönlichen Lebensraum vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger machen. Meine Damen und Herren, die Stadtvertretung ist das höchste politische Gremium. In unserer Aufgabe als Stadtvertreter verbindet uns eine gemeinsame Verantwortung, die Sorge um das Wohl der Menschen in unserer Stadt. Wir können zwar globale Entwicklungen im Mikrokosmos unseres Städtchens nicht verhindern, aber wir können versuchen, darauf zu navigieren, indem wir die Herausforderungen rechtzeitig erkennen, agieren, statt nur zu reagieren. Und so ist Feldkirch heute eine der lebenswertesten Städte. Und damit meine ich nicht nur Wohlstand und Lebensqualität, es ist die Vielfalt, die diese Stadt auszeichnet. Und in vielen Bereichen hat Feldkirch hohe und höchste Standards erreicht. Eine vorbildliche Seniorenbetreuung, ein hervorragend ausgebautes Stadtbusnetz, eine bedarfsgerechte Kinderbetreuung, eine funktionierende Gesundheitsversorgung, eine maßvolle Stadtentwicklung, ein breites Schul- und Bildungsangebot,
ein vielfältiges Kultur-, Sport- und Freizeitangebot, eine umweltfreundliche Energieversorgung als energieeffizienteste Stadt Österreichs, attraktiver Wirtschaftsstandort und das alles auch bei geordneten Finanzen. Es war nie meine Art, nur nach hinten zu blicken und die Vergangenheit zu verklären. Aber wir dürfen uns gemeinsam freuen über die positive Entwicklung unserer Stadt, über die großen Erfolge in den klassischen Aufgaben der Kommunalpolitik. Deshalb möchte ich allen Stadträten, Ortsvorstehern, Stadtvertretern, die sich eingebracht haben, ein herzliches Dankeschön sagen. Dass unsere Stadt heute gut dasteht, ist weder selbstverständlich noch zufällig. Da steckt ein gehöriges Stück Arbeit dahinter, ein ständiges Bemühen und der unermüdliche Einsatz engagierter Menschen. Der bekannte Psychologe und Freund unserer Stadt, Professor Erwin Ringel, hat beim ersten Neujahrsempfang in Feldkirch gesagt, in einer echten Gemeinschaft wird aus vielen Ich ein Wir. Es war mir immer ein Anliegen, gerade in der heutigen Zeit mit so vielen Verunsicherungen in wesentlichen Bereichen unbedingt zusammenzuarbeiten und bei aller Unterschiedlichkeit um die besten Lösungen zum Wohl unserer Stadt und ihrer Bürger zu ringen. Die Glaubwürdigkeit gegenüber dem Bürger war mir wichtiger als parteipolitisches Kalkül. Und wir alle, die politisch tätig sind, wissen auch um unsere menschliche Begrenztheit. Die Stadtvertretung ist schließlich ein Spiegelbild der Bevölkerung. Niemand kann regieren, ohne schuldig zu werden. Und ich bitte all jene um Nachsicht, die ich verletzt und oder enttäuscht habe, enttäuschen musste. Eines kann ich aber von mir mit Sicherheit behaupten, dass ich nie und niemanden bewusst Unrecht getan habe. Und doch, bei der ganzen vermeintlichen Machtfülle eines Bürgermeisters, bei allen Gestaltungsmöglichkeiten, die man in dieser Funktion auch tatsächlich hat, so fühlt man sich oft auch ohnmächtig. Man kann nicht so viel helfen, wie man möchte oder erwartet wird. Und oft ist man in der Verantwortung auch sehr allein. Zumal dann, wenn Entscheidungen unpopulär sind oder nicht so erfolgreich wie allgemein erhofft. Der Druck von außen kann oft riesig sein, denn der Druck, den man sich selber auferlegt, ist oft noch viel größer. Man steht immer öfter und immer mehr unter dem Druck der Medien. Mittlerweile müsste man auch der rund um die Urpräsenz in den Social Medias Tribut zollen. Breitenwirkung statt Tiefgang ist gefragt. Populismus, einst ein etwas abschlägiges Schlagwort, ist zum Handlauf so mancher Politiker geworden. Dankbarkeit ist keine politische Kategorie und schon gar keine publizistische. Dort herrschen eigene Gesetze. Wer sie befolgt, gewinnt. Wer sich widersetzt, wird ignoriert oder an den medialen Pranger gestellt. Einiges ist mir nicht so gelungen, wie ich es erhofft habe, meine Damen und Herren. Zu meinen Enttäuschungen zählt, dass es seit mehr als 30 Jahren nicht möglich ist, die Verkehrs-, Lärm- und emissionsgeplagte Bevölkerung durch ein zukunftsweisendes Verkehrsprojekt, den Stadttunnel, zu entlasten. Doch bin ich sehr zuversichtlich, dass in wenigen Wochen ein positiver Bescheid für den Bau vorliegt und noch in diesem Jahr mit dem Bau
begonnen werden kann. Alle Anzeichen deuten darauf hin. Meine Damen und Herren, es war nicht mein Jugendtraum. Aber glauben Sie mir, ich habe es gern gemacht, nach besten Kräften, meistens mit Freude und einem gewissen Vergnügen. Und im gnädig geübten Rückblick werden auch schlechte Tage irgendwie gut. Ich empfand es als Privileg meiner Biografie, meiner Stadt an dieser prominenten Stelle dienen zu können. Eine schönere und anspruchsvollere Aufgabe hätte es für mich nicht geben können. Deshalb möchte ich mich bei allen bedanken, die mich in diesen Jahren begleitet und unterstützt haben. Ich bedanke mich vor allem bei meiner Familie, meiner Frau Sabine. Ein chinesisches Sprichwort sagt, Frauen tragen die Hälfte des Himmels. Meinen Kindern Julia, Magdalena, Katharina und Benjamin. Euch gegenüber stehe ich in großer Schuld. Ihr habt mir stets den Rücken freigehalten und das notwendige Verständnis aufgebracht. Ihr habt mir immer starken Rückhalt gegeben, gerade in ganz schwierigen Lebenssituationen. Und von euch wurde am meisten Verzicht abverlangt. Ihr wart mir auch emotionales Zuhause. Ohne diese Einbettung in die Familie wäre das Amt nicht tragbar gewesen. Herzlichen Dank dafür. Dazu kam eine gehörige Portion Gesundheit, eine Rossnatur, um die täglichen Herausforderungen, den Stress, wie man so landläufig sagt, durchzustehen. Das gibt mir die Gewissheit, dass mich jemand lenkt und mir auch die Stärke gegeben hat, das alles zu bewerkstelligen. Ja, ich danke dem lieben Gott, weil er es gut mit mir gemeint hat und mir Handlauf fürs Leben ist. Meine Damen und Herren, nach 27 Jahren unter dem öffentlichen Mikroskop ist heute der Tag gekommen, um ein neues Kapitel zu beginnen. Und im Feldkirch hat eine besonnene Amtsübergabe Tradition. Ich habe 1991 von Heinz Pilz das Amt übernommen und nun die Weichen für die Zukunft unserer Stadt gestellt, indem ich Wolfgang Matt zu meinem Nachfolger vorschlage. Wolfgang Matt bringt die politische Erfahrung eines ehemaligen Ortsvorstehers, langjährigen Stadtrats und nunmehrigen Vizebürgermeisters, die Kompetenz eines verdienstvollen Finanzreferenten, der mit anvertrautem Geld umgehen kann, und die Kontinuität und Verlässlichkeit für die Fortsetzung des Feldkircher Weges ein. Lieber Wolfgang, ich übergebe dir heute keine äußeren Zeichen bürgermeisterlicher Macht, sondern wünsche dir drei Insignien aus meiner langjährigen Erfahrung. Herz, Hirn und Humor. Herzenskraft braucht es unbedingt, weil man als Bürgermeister viele Menschen in einer Gemeinschaft zusammenführen muss. Hirn schadet auch nicht, denn ein eigenständiges Denken ist durchaus von Vorteil. Und Humor ist enorm wichtig, eine Daseinserleichterung.
Meine Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Veränderungen prägen zwar unser Leben, es gibt aber Konstanten, die einem Sicherheit geben. Es sind die menschlichen Begegnungen, die uns zusammengeführt haben. Es sind die vielfältigen Beziehungen, die wir geknüpft haben. Und es sind die gemeinsamen Erinnerungen, die wir haben und teilen. Chancen erkennen und nutzen war mein Credo. Mit unseren Möglichkeiten, den Menschen in Feldkirch Gutes zu tun, war mein Ziel. Die humanistischen Ideale als Quelle für eine zukunftsfähige Gesellschaft sind und bleiben meine Vision. Lassen Sie mich zum Schluss an meinen Anfang als Pfadfinder erinnern. Lord Baden-Powell, der Gründer der Pfadfinderbewegung, hat der Weltjugend das Vermächtnis mitgegeben, es möge jede und jeder seine Kraft für das Ziel einsetzen, die Welt von Generation zu Generation immer wieder etwas besser zurücklassen. Im Rahmen meiner Möglichkeiten und Kräfte habe ich versucht, nach diesem Leitspruch zu wirken. Herzlichen Dank.